Hallöchen, da sind wir auch schon wieder. So, wir wollten hier eben einmal ins Motel ein bisschen reinschauen. Die Türen hier sind alle verschlossen, ne? Power required. Strom, da müssten wir ja wahrscheinlich tatsächlich irgendwie so eine Batterie oder sowas hinlegen, ne? Ach, da sind ja noch. Also. Na, Kumpels? Wie schaut's aus? Gucken auch böse, ne? Die Beine. Oh. Euch meine ich. Sind hier auch welche drinne? Ne. Aber ich könnte ja eigentlich auch mal probieren hier, ne? Guck mal hier, können wir das? So. Oh, was gibt's denn hier alles? Empty Bottle. Gunpowder. Elektronische Parts. Ja, eine Kartoffel dabei, siehst du? Ah, ein bisschen Muni. Zack. Ja, wenigstens scheinen die beiden sich ja jeder ein Bier reingezogen zu haben, wa? Bevor sie hier mutiert sind oder was auch immer. Zack, die Tasche machen wir da unten. So, ist hier noch was? Ne, schon mal nicht. Eine leere Flasche. Oh, da ist doch noch was. Da haben wir noch mal ein bisschen matt. Ah. Können wir uns heute Abend jetzt mal hier ein schönes Gläschen gönnen, wa? Shirt, aber mir geht da auch nicht, wa? Oder ist hier noch was? Ne. Ne. Okay, das war der Raum. Dafür brauchen wir auch Strom, ey. Würde mich ja mal interessieren, ob da noch sowas drin ist, ne? Erzählen wir mal viel mehr, was da drin ist. Zack. Und da noch ein bisschen Stoff. Da haben wir nichts drin, da haben wir auch nichts drin. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Shirt, very bad. Haben wir nochmal eine schöne Cola. Dusche sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Mal so eine kleine Runde duschen gehen da. Das hätte doch was. Zack, Streichhölzer. Ich glaube wohl hier also so Streichhölzer-mäßig haben wir erstmal genug, wa? Meine Säge, die kann man auch mal gut gebrauchen. Ah, hier ist auch wieder nur so ein Scheiß. Da auch. Da auch. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Dass die alle nur mit Strom hier funktionieren. Hier ist nochmal tatsächlich eine ohne Strom. Warte, machen wir hier kurz die Tür zu. Keine Lust hier irgendwie so am Looten und dann kaufen wir gleich von hinten der Bär oder so. Der müsste ja schließlich irgendwo rumkriechen, ne? Ah, bisschen Schrotflintenmunition. Erstmal schnell hier. Sehr schön. Da hatten wir alles. Na, da ist nichts mehr.
Tja, und hier unten sind alle. Ne, der noch. Hör zu. Cola, Cola. Bisschen Stoff hier. Oh, da sind noch mal ein paar Ersatzteile. Ein bisschen Antibiotika, ist auch immer gut. Die Tür zu, man weiß ja nie, ne? Oh, 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 guck mal hier, nochmal Antibiotika. Und bisschen 9mm Muni. Nochmal hier eine Dose zu essen und bisschen Ersatzteile. Och, noch was zu essen. Das ist doch gut hier. Komm, dann würde ich sagen, hauen wir uns hier gleich mal eine so eine Dose rein. Eine Axt noch. Müssen gleich jetzt mal was in den Koffer reinpacken. Mal offen hier. Kein Bär in Sicht. Hier. Kofferchen. Zack, das da rein. Die beiden Hemden hier sehen da rein. So. So, noch einmal hier schnell reingucken. Wo war das jetzt hier? Da war auch eine Brechstange. Das ist gut. Zack, die Axt. Und dann war es das hier aber auch, ne? Oh, kann ich den Teddy nicht mitnehmen da. Richtig süß ist die aber irgendwie auch nicht, ne? Die guckt ja so ein bisschen böse. So, einmal hier drumherum geguckt. Gibt es hier irgendwas mit Strom oder so? Strommäßig? Ist die Tür hier offen? Okay, da geht's wieder nur mit Strom. Auch nur mit Strom. Ne, die sind alle mit Strom. Hier kann man auch nichts stromtechnisch machen oder so, ne? Dass man es irgendwie reparieren müsste oder so, hätte ja sein können. Hier sind nochmal ein paar ohne. Tach! Ne, immer da. Stoff. Stoff hier. Na gut, außer Stoff war jetzt ja nicht so hier so der Knaller bisher, ne? Aber hier nebenan noch was. Oh, hier ist nochmal so ein tolles Teil. Den können wir gleich mitnehmen. Noch mehr Stoff. Noch mehr. Ja, wenigstens noch einmal hier Tomatensoße. So ein paar leere Flaschen. Okay, guck mal hier. Da schmeißen wir hier so ein bisschen was schon mal wieder rein. Zack, zack. Die können eben rein hier. Das Brennholz.
Die Brechstange kommt auch noch mit rein. Die Axt, die leeren Flaschen. So. So. Ey. So, da ist nichts, da ist verschlossen, da ist verschlossen, da ist auch verschlossen und da auch. Hier können wir auch mal kurz reingucken. Hier auf jeden Fall mal jemand Feuerholz gesammelt, ne? Feuerholz liegt nämlich ein bisschen drin, ne? Das sah aus, als wenn da auch noch so eine Dose Antibiotika oder sowas steht. Aber scheinbar doch nicht. So, komm her. So, komm her, bringen wir das jetzt eben nach Hause. Eigentlich auch fies hier beim Saving, dass es dann einfach runterschmeißt hier. So, mal schnell hier anderen Koffer noch eben. Können wir auch nochmal auseinandernehmen, ne? Dann wird man noch ein paar Sachen kriegen. Warum ist der Wohnwagen eigentlich so klein? Ich meine, ein kleiner, kompakter wahrscheinlich, aber der sah ja schon arg klein aus im Vergleich zum Auto. Ach, hier da hinten ist so ein Bär. Der hängt irgendwie schon wieder am Baum fest. Egal, kommt da erstmal drauf. Jetzt haben wir es 15:30. Sind wir natürlich nicht gut genug bewaffnet, ne? Aber ich würde sagen, wir schauen sonst demnächst da echt mal das Banditenlager an. Was es da noch so zu holen gibt. Dicht. So, die Stiefel, die heben wir auf hier. Zack. So, den Koffer. Ich würde sagen, jetzt die zwei Koffer, die nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal mit nach oben. Weil da im Auto so drei Stück, das muss definitiv jetzt mal ausreichen.
bleibt stehen. So, komm schnell her, bevor du es dir anders überlegst und er dann noch runterfällst. So, schwupp, einmal hier rum. Okay, unsere Kofferchens. Kommt mal hier, Jungs. So geht mal da also hin. Zack, so. Hoch da. So, komm her. Nimm mal hier mit hin. Du kannst auch noch eben hier mit herkommen. Keine Ahnung, komm, dich erstmal da hinstellen. Hier richtig rum hingestellt. So. Ja, da ist auch noch ein bisschen was drin. So, hier sind wir mal hier wieder ein bisschen wegsortieren, wa? Zack, damit hin. Antibiotika damit hin. Und munitionstechnisch haben wir auch noch ein bisschen was, wa? Zack. Okay. Eigentlich müssten wir uns hier vielleicht irgendwo auch noch mal einen Spind hinmachen. Vielleicht benutzen wir den da sogar für. Halt. Den wir hier packen so für Klamotten und so ein Krimskrams, ne? Ach, das wollte ich gar nicht. So, hier noch ein paar Sachen rein. Flup. Kohle. Die da hier sind hin. So, irgendwie hier alles echt eine ganze Menge, ne? Was wir da schon haben. So, das hier noch hier mit rein. Das da ist mit rein, die können ihr sehen raus. Das kann mit bei Essen rein, das kann da im Arm rein. Das kommt da rein. Dann kommt das dahin. Hä? Eine Weinflasche kommt auch mal damit hin. Ach, die habe ich da mit drin, ne? Ja, egal, okay, dann... was ist auch Quatsch, komm mal her. Kommst du jetzt mal hier noch mit rein? Ach so, so. Dann kommt da nicht definitiv in den ersten beiden hier Lebensmittel. Die sind jetzt nicht auch voll. Gut. So, und dann hätten wir hier noch eben den Baseballschläger mal mit rein. Und hier den Spinn für die Klamotten, ne? Da kommen die Handschuhe noch mit rein. So, Build. Was können wir hier noch so bauen? Zack, da, das hätten wir. Die Workbench. Schmiede, ja, aber auch ein paar Komponenten und sowas für, ne? Sägemaschine, Repair Bench. Du
Tools Weapon Repair Station. Okay, auch nicht schlecht. Die Schmelze hätten wir hier noch. Reloading Bench, used for craft ammo. Okay. So eins könnten wir uns vielleicht hier irgendwann auch mal hier oben hin zimmern, ne? Sonst, das ist nur so ein Zaun. Small Stair, Watchtower. Watchtower wäre auch schon geil, ne? Hühnerstall, Wasser. Man kann ja doch schon so einiges bauen, ne? Hier so, so schönes Licht wäre auch nicht schlecht. So, hier oben. Oh, dafür brauchen wir einen Spaten. Mhm. Hier so eine schöne Gartenbox oder sowas. Used to water one plant. Und hier könnten wir immer ein 6 machen, ne? So, hier hinten irgendwie so, so in der Ecke dann so. Da dann so Pflanzen wachsen zu lassen. Ist doch eine Möglichkeit, ne? Dann kommt der Wassertank hier schön hin. Schön hier so in die Ecke. Oh, macht das hier sogar in die Ecke. Das kommt hier so in die Ecke hin. Einmal drehen. Drehen, 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 drehen. Gut. Zack, und dann wird man da dann so ein Teil hier neben bauen. Gibt es hier auch eine Vorderseite? Keine Ahnung, ich vermute einfach mal so. Ein Abstand hier. Zack. So. Barrel fire. Giving a bright light. The fire survives longer duration than the campfire. Mhm. So, was können wir hier noch? Das sind die. Tisch. Da können wir so eine komische Puppe. Kühlschrank. Auch eine Idee. Na gut. Ach so, ich wollte jetzt ja gucken, wie können wir denn hier... Da können wir... Zack. Ach da. Packing Soil, okay. Speer. Holzschild. Chicken Feed, Korn und Leaf. Okay. Das ist doch schon echt komplexer geworden, ne? Was man hier alles so bauen kann und so. Was kann man hier noch so machen? Zack. Die müssten wir auf jeden Fall, glaube ich, erstmal aufwerten, die Werkbank. Damit man da mal so hier die Sachen hat, um... Dings so zu entspricht. Ein paar Bretter, wir bräuchten ein paar Fontänen und zwei solche Gears, die haben wir sogar auch. Ich würde auch sagen, hier die schmeißen wir, Quatsch, das wäre das Quatsch. Hier schmeißen wir, hier sind wir mal rein, die Tomate. Tomate, ja. Ist ja auch schon aus wie so eine Tomate, du. Kartoffeln natürlich. Was ist da denn jetzt noch drin? Ach so, auch noch alles Material. Komm mal her, du kommst mal genau hier so zwischen. Das wollte ich gar nicht. Ja, manchmal hat man zu den Tasten, ne? So, zack. Gut.
Oder auch nicht gut. So, ein paar Bretter haben wir. Zack, die haben wir. Okay, dann bräuchten wir allerdings... Was brauche ich mir noch für 6? Wo habe ich denn jetzt die Teile getan? Ach, die sind noch in den Koffern, glaube ich, ne? Da sind noch welche. Die Klamotten können eben einmal hier raus. Die Getränke. Zucker. Essen. Jetzt nochmal dieses komische Ding. Noch eine Säge und nochmal hier Essen. Einmal hier hin. Zack, da. Da ist voll. Also geht's hier weiter. Zack, zack. Dann haben wir hier Getränke und da Zucker. Sehr gut. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen was zu essen. Nochmal ein bisschen Werkzeug. Noch ein bisschen Werkzeug, bisschen Brennholz. Stoff. Ja, ich würde sagen, das bleibt jetzt mal hier drinne. Werkzeugtechnisch hier sind wir auch schon ziemlich voll. Da ist noch meine Dose mit Essen. So, sieht doch schon mal gut aus hier. So, und was bräuchten wir jetzt noch? Ein paar Bretter. Okay, da kriegen wir auch noch hin hier. Zack, zack. Stellen wir uns mal her. So und zack. Aufbessern. Tada, 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 tada. So, die haben wir aufgebessert. Jetzt können wir auch hier einen Longbow herstellen. Okay. Das konnten wir, glaube ich, auch vorher schon. Licht, das können wir vorher auch schon alles. Na gut. Besser haben als brauchen, ne? So, komm mal her. Dann ziehen wir uns hier so eine Dose rein. So, 2 Dosen. Jetzt machen wir wieder unser Lämpchen an, ne? Sonst ist es so düster. Damit noch mal ein bisschen zu trinken. Gut, erst hier noch ein Destillieren. Oh, der braucht noch ein bisschen länger, glaube ich. Den haben wir gar nicht angeschmissen, ne? Mal hier. Zack, schmeißen wir mal kurz an hier. So, dann kann das dann noch ein bisschen weiterlaufen. Okay, das braucht noch ein bisschen zum Trocknen. Wie sieht das hier aus? Boah, 50% schon mal. Ach, wir haben den Hammer wieder gar nicht im Inventar. Hammer her. Eigentlich auch Quatsch. Wir haben sowieso nur noch ein Teil hier. Ein Brett. Lohnt gar nicht. Komm, Hammer hier wieder rein.
Können wir uns besser stattdessen schlafen legen. Wir schmeißen hier die Klamotten am Rhein. Zack, zack. Die Batterien können da noch eben raus. Die kommen hier erstmal irgendwo mit rein. Da die beiden Batterien. Platine, da. Das muss ich auch irgendwie mal alles durchsortieren hier. Da ist ja ein Durcheinander. Ja, hier haben wir wenigstens noch einen Platz für das Brett. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir legen uns schlafen. Und warten dann den nächsten Morgen ab. Mal gucken, 8 Stunden, 9 Stunden, dann wäre es 5 Uhr 24. Ja. Na, wir haben etwas gehört. Stunden mal schlafen. Zack. Gut. Ihr Lieben. Der nächste Tag ist erwacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.